Willkommen zurück hier bei einem neuen Teil von A Plague Tale, das ich in den letzten Tagen etwas vernachlässigt habe. Hier das Let's Play. Wir sind hier im Kapitel 9 im Schatten des Walls. Wir haben uns ja jetzt aufgemacht in die Universität und sollen da ein Buch finden, mit dem wir dann irgendein Gegenmittel für die Krankheit von Hugo zusammenmischen können sollen. Das werden wir dann noch sehen. Erste Regel zum Überleben: tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. So. Jetzt werden wir mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Oh, da ist jemand hingerichtet worden. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Na? Hallo, ich kämpfe wieder mit der Steuerung, wie immer hier in diesem Spiel. Hallo, so, jetzt. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Na, komm ich hier nicht durch die Tür? Dir auch. So, jetzt sind wir hier innerhalb der Stadtmauern. Genau, und finde die Universität. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Sollte ich mich vielleicht mal ducken? Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Was habe ich denn hier eigentlich noch so an Inventar dabei? Was haben die nur vor? Steine könnte ich wieder ein paar brauchen, aber ansonsten. Wohin jetzt? Hier hoch? Oder darüber? Wahrscheinlich darüber, aber ich gehe mal hier hoch. Da habe ich ein paar Blinkies gesehen. Das werde ich natürlich alles einsammeln. So. Hier gibt es weiter nichts. Dann schleichen wir uns hier wieder runter. Da sind die Typen jetzt durchgegangen. Da werden wir uns jetzt nicht hinterher bewegen, sondern hier rauf. Hoffe ich, dass das der richtige Weg ist. Wir werden es dann schon sehen. Bin ich jetzt hier auf so einer Art Stadtmauer? Da drüben, das muss die Universität sein. Was, so weit? Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Hätte man da nicht irgendwie außen rumschleichen sollen lieber? Oh. Gut. Es ist ganz schön weit. Genau. Aber ich schaffe das. Also los. Gut, ich gehe mal hier den beleuchteten Weg entlang. Wie das wahrscheinlich hier auch vorgesehen ist. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Uah.
verliere ich dann schon wieder den Überblick, wo ich eigentlich hin muss, aber ich glaube, das ist so hier ein bisschen straightforward. Oh, Steine, gut. Kann ich brauchen. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Oh, da unten sind Ratten. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Dem würde ich ja gerne die Fackel ausschießen da unten, weil der kommt doch dann garantiert wieder zurück. Ich probiere das jetzt mal. Kann ich die ausschießen? Kann ich das so? Okay. Gut, das war's jetzt wohl nicht. Okay. Aber ich sollte wahrscheinlich das Licht da unten anmachen. Machen wir das mal hier so. Wie ging denn das hier? Starke Lichter, die Ratten eliminiert. Und genau das hier mache ich jetzt mal. So. Fülle ich mir mein Inventar wieder voll, so Hasenfußmäßig. Wow. Hier kann ich wieder was einsammeln. Nehmen wir mal mit. Alkohol ist nie schlecht. So, und jetzt muss ich da irgendwie darüber. Dann nehmen wir uns doch eine Fackel wieder mit. So. Oh, da hätte ich auch was einsammeln können. Oh, ich hänge fest. Und jetzt? Jetzt bin ich hier irgendwie... Ach, ich kann einfach hier weiter. Okay, da ist es hell. Aber ich sehe schon, man könnte sich dann wahrscheinlich hier auf verschiedene Weise durchmogeln. Ich hätte jetzt auch die Ratten irgendwie in Brand stecken können. Wahrscheinlich hat man da so ein bisschen Freiheiten. Uah. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Wie kann man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Das ist einfach diese verdammte. Ich weiß genau, was Senor Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Jetzt könnte ich den hierher locken. Aber ich glaube, ich probiere das hier nochmal mit dem Ding da, weil das so gut funktioniert hat hier. Aber ich brauche dann wieder Steine. Wie gehen die Steine aus? Sonst findet man doch hier Steine ohne Ende. Und jetzt? Ach, hier gibt es eine Fackel wieder. Gut. Ist da nicht noch was hier? Stein. Okay, gut.
So. Dass ich mit einer Fackel hier nicht so richtig schnell laufen kann, ist irgendwie auch gleich doof. Aber... Dann schleichen wir uns mal hier weiter. Da ist doch noch einer rumgelaufen hier. Wo ist denn der jetzt hin? Irgendwo verschwunden. Mal hier so sneaky oben drüber. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns euch hier! Wir kommen später wieder! Alles voll Ratten. Gut. Ist das überall so? Ich weiß allerdings... Also mir ist es immer noch nicht so ganz klar, was die Inquisition hier eigentlich will. Die taucht immer da auf, wo die Ratten sind. Habe ich ja schon verstanden. Aber... was bezwecken die hier so, oder? Die müssen ja irgendwas suchen, oder normalerweise sind die doch hier so auf der Suche nach Gotteslästerern. Hätte ich jetzt hier hin müssen? Oder da, wo die Ratten sind, entlanglaufen? Oh mein Gott. Muss ich da unten hin? Oder bin ich jetzt im Kreis irgendwie gelaufen? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Genau, ja. Ich weiß auch nicht, wo ich bin, Mädel. Ich habe keine Ahnung. Rein mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein. Das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Oh, Gott. Also, so mal was von Kriegsrecht hören, willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh, da hängt einer. Die Ratten beschäftigt halten. Ah, den kann ich dann vielleicht hier runterschießen wieder. Leid? Oder hat mich irgendjemand gehört? Oh nein! Da kam also der Lärm her. Diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Oh je. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Oh je, was mache ich, was mache ich? Nee, da gibt's nix. Geh mal wieder runter. Boah, gut, der geht wieder, hoffentlich. Geh mal zur Tür raus, oder? Boah, dann geh ich mal hier hinten rein. Vielleicht komme ich da irgendwie aus einem Fenster oder so raus. Oder hier so? Aus der Tür. Oh, gut, gut, gut. Sie wurden alle hingerichtet. Kann ich nicht Türen wieder zumachen? Wow, da hängen die ganzen Leute. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade
Das ganze Land geht vor die Hunde. Die Leute sind nicht nur alle krank, sondern auch arm. Dein Sohn, und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition hier rauskommt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Ich hätte mir irgendwie merken müssen, so anhand der Mondstellung, wo ich am besten hin muss, aber jetzt ist es zu spät. Hier komme ich nicht rein. Also muss ich da unten irgendwie durch. Oh Gott. Ratten und Leute. Ach du lieber Himmel. Da muss ich da unten reinkriechen. Ach du meine Güte. Wo soll ich nur lang? Vielleicht unter dem Galgen durch. Ja, das ist ja eine tolle Idee. Sind hier nicht irgendwo noch so Stecken, wo ich mir da wieder eine Fackel basteln kann? Oh, tote Schweine. Tote Schweine? Normalerweise kann ich doch da hier so die Ratten beschäftigen mit toten Viechern. Kann ich da vielleicht irgendeinen runterschießen? Sieht nicht so aus. Aber so Fackelstecken habe ich jetzt hier aber auch nirgends gefunden. Kann ich die dann da packen, wenn ich den hier vielleicht erledige? Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ja, genau. Hätte ich mir auch gedacht. Probieren wir es nochmal hier mit. Na, geh mal dahin. Ach, da ist noch genug Feuer. Da blinkt was. Da kann ich was abschießen, okay. Den hier. Und den hier. So, jetzt kann ich vielleicht hier durch. Ich hoffe, dass... Gut. Oh Gott, und dann ganz hin. Ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Ja. Na, kann ich das hier nehmen? Das klebt. Hier geht. So. Da hinten kann ich vielleicht durch, wenn ich das hier anzünde. Ich versuche das mal. Ich zünde das mal an. Hat der irgendwas gesehen? Genau. Oh, gehen wir wieder zurück. Aber... Oh Gott. Der kommt ja hoffentlich nicht hier rein, oder? Rein gar nichts. Da wollen wir hier ein bisschen was basteln. Ah, da kann ich hinter dem her. Das ist doch mal eine gute Idee hier. Was ist das? So wollte ich das zwar nicht, aber es hat auch funktioniert. Gut. Dann kann ich hier wieder eine Fackel anzünden. Und da unten weiter durch. Gut, dann machen wir das doch mal. So. Und hier durch. Was ist da unter... Nicht hinsehen. Genau, ich guck da nicht hin. Hinsehen. Ich guck da gar nicht hin. Was, wo denn jetzt raus? Hier raus oder hier raus? Hier raus?
Ach, das hält nicht weit genug. Das ist ja doof. Da hinten sind Stecken, aber da komme ich ja gar nicht hin. Okay, ich versuche mal hier mit diesem das hier mal hier so hinzuwerfen. Genau, dann kann ich hier durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ist da jetzt drin? Ah. Mein Stecken mit. Geht weg, ihr kleinen Biester hier. So, hier was anzünden. Gut, das sollte reichen. Wo hier überall diese Töpfe rumstehen, wen soll ich denn damit ablenken? Also wahrscheinlich könnte ich da... Ach, den habe ich ja schon von Weitem hier erledigt. Gut. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Dann schleichen wir mal weiter. Man sieht ja auch nichts hier in diesen Gassen. Wo man da so ungefähr hin muss. Habe ich jetzt alles wieder aufgefüllt? Ne, das hier unten muss ich nochmal. Genau, und so ein Feuer mache ich nochmal. Ah, da steht auch noch was. So eine Werkbank wäre mal nicht schlecht. Ich habe ja wieder so viel Kraffel, aber wahrscheinlich... Die Universität. Na bitte. Weiter. Oh, die ist ja immer noch so weit weg. Meine Güte. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Ach, du lieber Himmel, hier liegen ja... Verschlossen. Wenn Leichen jetzt hier rum. Wäre, hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. So, was haben wir hier wieder? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Lichtschalter kann den Rücken von Ratten einen Weg frei machen. Aha, okay. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Da kann ich da drüben noch Material einsammeln. Dann sammeln wir das mir ein hier. Und dann kann ich das wieder zurückdrehen, hoffentlich. Oder auch nicht. Wie immer stehe ich mit der Steuerung auf Kriegsfuß, aber so, dann hätten wir das und dann können wir hier rein. Oh Gott. Ah, und ich kann hier was basteln. Ich kann eine größere Tasche basteln. Gut, ich suche aber hier nochmal ein bisschen rum. Ach, nein. Vielleicht lässt sich ja dann noch was anderes basteln, wenn ich hier schon was einsammle. So, dann gehe ich mal nochmal gucken. Nee, kann ich auch nichts anderes. Ich kann eine größere Tasche. Eine Munitionstasche, eine größere. Die wäre natürlich auch nicht schlecht. Wieder. Bis zu 16 Materialien da oben, das wäre auch nicht doof. Ah ja, gut. Was man hat, hat man. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir wohl hier rauf. Du
oder? Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ah, okay. Ah. Das wird dich lehren. Okay. Von den Ratten aufgefressen. Kann man dich looten? Kann man dich looten? Nö. So, dann. Jetzt hat mir doch noch Alkohol gefehlt, oder? Ups. Ich gehe noch mal runter. Vielleicht kann ich ja jetzt hier noch was basteln. Da hat mir doch irgendwo Alkohol gefehlt für irgendwas. Das schaue ich mir jetzt noch mal an. Genau, für diese Munitionstasche. Dann bastel ich mir die nämlich auch noch. Das sieht schon viel besser aus. Gut. So, dann wieder rauf. So. Wo muss ich denn da hin? Da hinten rein, oder? Wahrscheinlich halt falsche Richtung. Hier so. Nehme ich mal an. Ein Fenster. Perfekt. Ein Fenster. Geht ihr mal hier aus dem Weg? Also wenn man eine Rattenphobie hat, sollte man das besser nicht spielen. Magister, das Episanguis. Mal sehen. Ein Episanguis. Auch wieder ein geheimes Mittel für irgendwas? Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odepis. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hä? Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Ah, die haben da also irgend so ein Material da. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Also die haben quasi da irgendwas aus den Ratten extrahiert oder keine Ahnung. Also ich könnte jetzt da oben rum, aber das ist glaube ich schwierig. Ach, noch mehr Tote. Versuch's mal da unten. Da habe ich nämlich schon so eine Glut hier gesehen, die man vielleicht so aufgeregt entzünden kann. Sieh mal einer an. Und jetzt? Ach so, das ist das. Ist das Zeug. Ah, na, guck mal. Also das ist Episanguis.
Gut. Episangus und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Was kann ich damit Tolles machen? Lockt Ratten aus der Umgebung an. Aha, okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Kurze Zeit Ratten zur Auflaufstange. So, Ziele auf eine Oberfläche, schieße deinen Stoß. Ah, okay, gut. Dann kann ich also die Ratten damit irgendwo hinlocken. Komme ich hier wieder hoch? Natürlich nicht. Also ich muss die jetzt da weglocken. War ja so klar. Gut, also. Gut. Also, es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Okay, also auf die Aufwertungsmöglichkeit von der Amethyst. Klicke auf den, um das Aufwertungsmenü auszurufen. Ah, okay, ich kann hier jetzt weitere Sachen basteln. Nur fehlen mir natürlich die Materialien. Okay. Alles klar, so. Dann werfen wir das mal hier hin. Nee. Kann ich hier durchrennen? So, okay. Verschlossen. Na super, war ja wieder klar. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ich muss jetzt da zu diesem Leuchtding sie. Wo schicke ich denn die Ratten da am besten hin? Hier so? Okay. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Achso, da kann ich hier vorne das noch einsammeln. Okay, schon wieder falsche Richtung. So, dann nehme ich mal an, müssen wir hier irgendwie hoch. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Wie das mit den Karren so ist. Schauen wir uns das in der nächsten Folge an, weil ich glaube, da bin ich wieder länger beschäftigt. Jo, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder, wo wir dann unseren Weg weiter durch den Friedhof bahnen. Dann macht's gut bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.